Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei Direktion Esslingen gegen Unbekannt. Nachdem es am Montagnachmittag in der Elli-Beinhorn-Straße in Ostfildern zum Brand einer Fassade an einem leerstehenden Firmengebäude gekommen war. Gegen 15.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil sich die Fassade des Firmengebäudes aus zunächst unklarer Ursache erhitzt hatte und die Isolierung bereits zu glühen begann. Die Feuerwehr Ostfildern, die mit 8 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand durch ihren raschen und professionellen Einsatz schnell löschen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Der an der Fassade entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei sucht unter der Telefonnummer 0711 3990 nach Hinweisen von Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Firmengebäudes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.